Hallo und herzlich willkommen zum 316. Mal bei Huxler, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallo, ihr Lieben da draußen. Willkommen zu dieser neuen Huxler folge Und bei mir ist natürlich auch, wie immer zum Glück, der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und mit manchen Traditionen soll man nicht brechen. Ich hätte diese Folge auch gestern schon veröffentlichen können, aber dann <laughs> so. haben wir gesagt, komm. Jetzt erst recht. Letzte eines Monats. Mit gewissen Traditionen soll man ja nicht brechen. Und wir versuchen jetzt im Moment, uns so ein wenig einzupendeln auf Mitte und Ende des Monats. Das ist so die Idee, die wir aktuell haben. Und wir haben eine sehr schöne Folge. Ähm, werden wir gleich nochmal darauf eingehen. Äh, fanden wir, glaube ja, ich, beide das, hochinteressant. Das ist, ja, das ist so ein Thema, das eigentlich ähm, voll in die äh, europäische Ethnologie reinpasst. Aber auf der anderen Seite eins, mit dem wir uns noch so gar nicht beschäftigt haben bei Hochsiller. Und dann haben wir natürlich auch noch so einen tollen Gesprächspartner, wie ihr gleich hören werdet. Also, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Hört einfach rein. Aber jetzt hast du uns ja natürlich wie immer erstmal eine Story mitgebracht. Genau. Die Story der Woche. In der heutigen Story die sich erstmal gruselig anhört, dann aber gut ausgeht, geht es um einen British Airways Flug von London nach Spanien. Und auf diesem Flug ist etwas wirklich sehr Ungewöhnliches passiert, wenn die Story stimmt. Und zwar ist im Cockpit ein Fenster rausgeflogen. Einfach so, weil es nicht richtig angebracht war. Und der Pilot dieses Fluges ist so halb aus dem Fenster rausgesaugt worden, konnte aber noch von seiner Crew an den Beinen festgehalten werden, solange es brauchte, so ungefähr eine halbe Stunde heißt es immer, bis man notlanden konnte. Es haben alle überlebt, die Crew hat es irgendwie geschafft, der Pilot ist nicht... Naja, ein wenig zu Schaden gekommen schon, aber nicht so schwer verletzt worden, wie man befürchten hätte müssen. Und die Passagiere haben alle überlebt, wenn die Geschichte stimmt. Und nicht nur einfach eine märchenhafte Erzählung mhm. über Flugreisen ist. Die Scheibe ist rausgefallen? Erwarten mhm. ja, wir mal das Ende der Sendung ab. <laughs> ja, es ist ja gut gegangen. Ja, aber. <lacht> <lacht> Thema der Woche. Ja, der Titel der heutigen Episode Zwischen den Grenzen Minderheiten in Europa ist eigentlich eine Kurzfassung äh, des neuen Buches von Ralf Grabuschnik, den der ein oder andere ja kennt, ähm, den wir zu Gast hatten. Und das Thema Minderheiten in Europa fanden wir spannend und haben uns dann auch nochmal so ein ganz bisschen natürlich beschäftigt mit Minderheiten in Deutschland, mhm. anerkannten Minderheiten, nationalen Minderheiten. Und wir waren dann doch auch überrascht, wie viel es da eigentlich zu wissen gibt, mhm. was man aber eigentlich gar nicht ja. weiß, weil es einen ja. natürlich wie so oft gar nicht berührt in seiner Lebensrealität. Ja und es ist aber sehr wichtig sich darüber auch vielleicht mal Gedanken zu machen. Ja, ich finde es ist wirklich ein wichtiges Thema und eins das viel zu kurz kommt bei uns und an dem man auch ganz ganz viel ablesen kann und eine Problematik, die man auch auf andere Bereiche, mhm. wie ich finde, übertragen kann, aber das klären wir alles in diesem Gespräch mit Ralf, der uns das wunderbar erklärt, wie er überhaupt drauf gekommen ist, mhm. dieses Thema anzugehen. Und da wird es dann auch sogar ein bisschen persönlich. Also, ich finde, dieses Interview war sehr informativ und sehr, sehr lehrreich. Und äh, wir hatten da große Freude dran. Und wünschen euch jetzt super viel Spaß bei diesem Gespräch. Heute bei uns mal wieder zu Gast, Ralf Garbuschnik. Und hallo Ralf erstmal. Ja, hallo ihr beiden. Schön hier zu sein. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. <laughs> und ich überlege mal, wie, wie man dich jetzt anmoderiert. Äh, Historiker. Podcaster, Autor? Oder müssen wir heute sagen Autor, Historiker und Podcaster? Oder? Ja, das dreht sich so, ja. Je nach Jahreszeit. Aktuell fühle ich mich mal wieder mehr als Autor, aber das ist eigentlich normalerweise eher Podcaster und ja, Historiker ist halt so oben drüber. Aber das ist ja bei euch nicht anders. Ne? Hat man halt auch mal studiert so. Ja, Historiker jetzt nicht, aber studiert ja. äh, schon, kenne ich genau. Das, das, ja. Dein Podcast Déjà-vu Geschichte, wir haben ja schon das, das ein oder andere Mal in der Vergangenheit äh, gemeinsam Dinge gemacht. Wir haben über die flache Erde gesprochen, wir haben mhm. über Populismus leicht gemacht gesprochen und du hast dich entschieden äh, neben deinem Podcast, den man natürlich äh, unbedingt empfehlen kann äh, und muss und den man sich auch anhören sollte, weil du da schöne, oh. viele Geschichten aus der Geschichte, obwohl das ist ja wieder der Claim von einem anderen als. Das haben sie so übel gestohlen, das ist schlimm. <laughs> Nicht gestohlen, sie haben es ja vor mir gesagt, aber es ist so, ein, so eine Phrase, die wehtut, dass sie gecopyrighted ist, de facto. <laughs> ähm, Rainer, und du hast jetzt ein ein Buch geschrieben und äh, hast gerade ein Crowdfunding auf Start Next am Laufen und ähm, hattest dann gefragt, Mensch, äh, ähm, ich habe ein neues Buch, wollen wir da nicht was zu machen? Und dann haben wir uns das Thema angeschaut und haben dann festgestellt, das ist ein total spannendes Thema. Ähm, und haben gesagt, na klar, machen wir eine Episode. Vielleicht magst du selber äh, vielleicht schon die, ein bisschen die Einleitung des, des, deines Crowdfundings oder auch die Einleitung des Buches mal so ein bisschen erzählen, worum es in deinem Buch geht und wie du drauf gekommen bist, dieses Buch zu schreiben oder anzugehen. Ja, gerne. Ähm, das, also vielleicht fängt man mit dem Titel an, ne? das ist ja wahrscheinlich recht klug. Das Buch wird heißen mhm. Unterwegs zwischen Grenzen mit dem, ich hoffe, halbwegs reißerischen Untertitel Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen. Und ja, in vielerlei Hinsicht sind es Themen, die mich ja schon lange begleiten, so, ich meine, wir haben schon über Populismus geredet, mein letztes Buch war jetzt ja über so Populismus, aber im weiteren Sinn ist gerade Nationalismus ja so ein Thema, das mich auch damals noch wissenschaftlich in meinem Master sehr begleitet hat. Ich habe ja Nationalismusstudien auch äh, studiert, damals in Budapest noch, auf der Uni, die jetzt nicht mehr in Budapest sein darf. Und das äh, zieht sich so ein wenig durch, aber diesmal war halt doch noch ein bisschen ein äh, persönlicherer Hintergrund auch noch mit drin, weil es geht in dem Buch um eben Minderheiten in Europa und äh, im erweiterten Sinn auch um Grenzräume in Europa, wo ja viele ethnische, nationale, ich finde diese Wörter alle schlimm, äh, Minderheiten äh, ja auch leben, sehr oft zumindest. Und äh, ich komme ja selbst aus Kärnten und Kärnten ist auch so ein Grenzraum und ich habe da irgendwann mal gecheckt dass ich als Kind sehr wenig mitbekommen habe von dem, was dort eigentlich so abging. Also Kärnten ist ja, glaube ich, auch äh, über die Landesgrenzen hinaus einigermaßen bekannt, äh, Vorläuferregion des Rechtspopulismus in Europa. Ne? Mhm. Es schließt sich überall ein Kreis. Ja, Jörg Haider Heider Heider Zeit, kam ja. daher. Ne? Ja, äh, er kam tatsächlich nicht daher, Er ja, kam okay. aus Oberösterreich, aber er hat sehr groß rausgebracht in Kärnten. Ja? Und da gibt es schon einen Grund dafür, weil eben Kärnten Einerseits ein sehr multikultureller Raum immer war, ne? also Kärnten ist eine zweisprachige Region mit Deutsch auf der einen Seite und Slowenisch auf der anderen Seite. Lange war das eine recht ausgewogene Sache, da hat so ein Drittel der Bevölkerung auch Slowenisch geredet. Seit den letzten 100 Jahren ging das rapide nach unten, auch begleitet durch sehr viel Deutschnationalismus auf der deutschsprachigen Seite und da passt dann ja auch ein Herr Haider ganz gut ins mhm. Bild. Ne? Ja, und ich selbst, also ich bin Jahrgang 88, als ich aufgewachsen bin, also so wahrgenommen habe die späten 90er, 2000er Jahre so als Kind und Jugendlicher, da war das etwas, was für mich kaum eine Rolle gespielt hat. Ich habe das kaum wahrgenommen, obwohl es jetzt im Nachhinein extrem offensichtlich ist. Also in Kärnten überall merkt man das ja. Also auch Nachnamen wie mein eigener. Ne? Ich meine, Grabuschnik ist jetzt wirklich kein allzu äh, deutscher Name. Wurde vorher mal auch natürlich anders geschrieben mit S und Hacek und so. Man merkt es an Ortsnamen überall, also ähm, ähnlich wie auch in Ostdeutschland. Ne, ganz viele Orte, die auf Itz enden, zum Beispiel, oder, oder sogar noch teilweise noch viel slawischer. Ne. Es gibt einen Vorort meiner Heimatstadt Villach, der heißt Cinovic. Mhm. Das ist halt schon äh, einigermaßen eindeutig. Aber war halt kein Thema, ne? Für mich. So in, in der Zeit. Und jetzt, wo ich mich dann mehr damit befasst habe und auch einfach mehr Leute kennengelernt habe, die halt aus der slowenischen Community auch kommen in Kärnten. Hat, hat sich da doch ja, ein gewisser, eine gewisse Welt geöffnet. Ne? Und ich habe mich mal gefragt, hey, wie kann das eigentlich sein, dass etwas in so relativ kurzer Zeit, wir reden hier drei Generationen, de facto fast verschwindet, ne? eine Kultur, eine Sprache, sodass man das kaum noch mitkriegt, obwohl es in der eigenen Familie stattgefunden hat sogar, in meinem Fall. Ne? Und ähm, vor allem ist es halt auch so, dass Kärnten keine Ausnahme ist, sondern mit ganz vielen anderen Räumen das teilt. Und das hat mich zu dem Buch bewegt. Und es ist ja auch ein Reisebuch, wo ich an ganz viele Räume dann auch gefahren bin. Mhm. Du hast äh, gesagt, du hast ähm, eben diese Reise machen wollen. Also alleine das finde ich schon faszinierend, äh, zu reisen, um Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und dann darüber ein Buch zu schreiben. Das ist also wirklich... Ähm, so so eine Art Bucketlist-Ding, ähm, was du da meiner Ansicht nach gemacht hast, das finde ich ganz großartig. Und ähm, du hast aber dich selber gefragt, warum du erst sozusagen deine ähm, alte Heimat verlassen musstest und einmal so ein bisschen dich öffnen musstest, um dann zu merken, Mensch, der Bereich, die Region ist ja eigentlich total spannend. Da muss ich näher hingucken. Ja, es hilft halt oft, mir zumindest, ich schätze mal, da geht es vielen Zuhörenden, vielleicht auch ähnlich oder auch euch. Man hat so einen gewissen blinden Fleck, wenn man so auf die eigene Vergangenheit schaut, auf die eigene Region halt erweitert auch schaut. Gibt ja einen Grund, dass ich das auch als Jugendlicher kaum wahrgenommen habe. Und es fiel mir in gewisser Hinsicht halt leichter, irgendwo anders anzufangen. <laughs> so. Und das war jetzt ganz konkret: meine erste Reise war ja in die Lausitz, also nach Bautzen, Budischin und eben da dieses sorbische Gebiet Deutschlands eben, was ja. Faszinierend ist in vielerlei Hinsicht ganz anders natürlich als Kärnten, in anderer Hinsicht aber auch wieder überraschend ähnlich und mhm. das hat sich eigentlich so durchgezogen. Ne? Also egal, wo ich dann hingekommen bin, gab es immer wieder Punkte, wo man sich dann doch erinnert gefühlt hat. Ne? Also gerade in der Lausitz, eben slawisch in einem heute deutschsprachigen Kontext, ist natürlich eine große Ähnlichkeit. Grenznähe einerseits. Die katholische Kirche zum Beispiel, die ja gerade in Sachsen sehr außergewöhnlich ist. Das ist in Kärnten vielleicht anders, aber... Auch das halt so ein Riesenfaktor für die Minderheit und so weiter. Und das hat schon geholfen. Und so kann man sich da ein bisschen besser dran annähern, kam mir zumindest vor. Und ich hoffe, glaube, ich glaube schon, dass dann auch meine Einschätzung Kärntens und meiner Familiengeschichte durch diese Reisen dann eine mhm. rundere wurde. Oder eine, ja. ja, vielleicht ein bisschen nachgefälltere. Haken wir da mal ein in der Lausitz bei der sorbischen Minderheit. Also ähm ich sag mal so: Es hat bei mir eine gewisse Zeit gedauert, bis ich überhaupt wusste, dass wir diese Minderheit in, in Deutschland haben. Mir war die dänische Minderheit ein Begriff, dass die Friesen eine Minderheit genau, waren. ist da. War. Friesische Volksgruppe. Genau. genau. Äh, die und und, die, 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 und sind die und Roma, die Deutschen. Sind die und Roma? Das ist eigentlich so das, was man, glaube ich, oder was ich zumindest immer präsent hatte, mit den Sorben, ähm das musste ich mir irgendwann mal anlesen. Hm. Natürlich auch, weil ich nach Ostdeutschland so gar keine Berührungspunkte habe, was ja nicht schützt, also, äh, aber vielleicht das etwas erklärbar macht. Du hast gerade schon so ein paar Punkte ge genannt, Grenznähe, besondere Rolle der katholischen Kirche. Was ist dir aufgefallen, als du dir das angeschaut hast in der Lausitz? Ja, ähm, also zuerst mal, glaube ich, du bist ja in Westfalen aufgewachsen, ne? Also, das erklärt genau, dann schon äh, die Distanz dazu auch und gerade dann, klar, dadurch, dass es halt ehemalige DDR war, und auch danach ja noch, wir, wir alle wissen, na, dass mit der deutschen Einheit ja so ah, in the making immer noch ist, ein bisschen. Ähm, es ist es, äh, glaube ich, schnell erklärbar, dass halt die Minderheiten dort weniger bekannt sind. Aber. Sind ja gerade erst 30 Jahre plus rum mit der deutschen Einheit. Ey, das ist ja. So schnell sind wir deutsche. Du sprichst ja mit einem Historiker, das ist nichts. <lacht> <lacht> Und ja, das erklärt wahrscheinlich. Und in der DDR, in der ehemaligen, würde ich schon sagen, oder in den neuen Bundesländern, sind die sorben schon. Bekannter, hoffe ich, würde ich, schon, würde ich schon behaupten, dass das so ist. Ja, was mir aufgefallen ist, also es gibt da schon einige, eben wie gesagt, Parallelen, die mir sofort ins Auge auch da geschossen sind, zu Eben einmal die Geschichte, die sich sehr spiegelt. Also, wir haben, da sieht sich das ganze Buch eigentlich auch durch. Man geht eigentlich immer dann, wenn es um slawische Gruppen in Europa geht, kann man bis zur Völkerwanderung eben zurückschauen. Da sind wir bei 1400 Jahren plus minus. Und haben dann eben diese slawische Besiedlung der Region, die dann immer im Nachhinein erst so auch in der Lausitz, so auch in Kärnten durch diese sogenannte deutsche Ostsiedlung dann verdrängt wurde in einem meist sehr langsamen Prozess. Ne? Und das sieht man in der Lausitz halt sehr deutlich. Und man kann ja dann auch, wenn man sich ein bisschen da in der weiteren Umgebung mal umschaut. Ich war zum Beispiel dann relativ unabhängig davon auch in Leipzig letztes Jahr. Leipzig ist ja auch eine slawische Stadtgründung gewesen das Wort kommt von der Lipa, Lipa ist die, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, ich glaube die Linde, auf jeden Fall ein Baum, der für ganz viele slawische Siedlungsräume ganz zentral war, oft so am Hauptplatz in den Dörfern stand und so. Und dann kann man dann, wenn man sich so die Orte sich anschaut, eben von der Saale startend eigentlich schon, also noch deutlich weiter im Westen, sehen, wie diese slawische Sprache immer weiter zurückgedrängt wurde und was halt übrig blieb, ist die Lausitz und in Kärnten ist es ganz ähnlich, da haben wir auch, wenn es ein kleinerer Raum ist, das Slawische auch bis zu den Alpen eigentlich gehabt, also bis zum Bundesland Salzburg eigentlich so. Und wurde dann auch eben immer weiter zurückgedrängt. Also das ist mir vor Ort schon auch aufgefallen. Natürlich mit dem Wissen, dass ich mich ja vorher dann doch auch eingelesen habe, ist schon klar. Dann eben die katholische Kirche, die da wirklich, und ich bin wirklich kein großer Freund der katholischen Kirche, dass man mich jetzt nicht falsch versteht. <laughs> Aber es zieht sich tatsächlich, zumindest in Kärnten, aber nicht nur, also auch im Burgenland in Österreich, wo ich dann später auch war, oder eben in der Lausitz, zieht sich durch, dass tatsächlich die als Kulturträgerin eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Weil in der Lausitz sieht man das ganz deutlich. Die Lausitz ist ja zweigeteilt. Es gibt ja die Ober- und die Niederlausitz. Die Oberlausitz ist heute in Sachsen, war auch davor schon im Königreich Sachsen. Und die Niederlausitz ist heute in Brandenburg, war damals dann Preußen. Und in der Niederlausitz, naja, Preußen, da wurden die allermeisten Leute halt irgendwann mal protestantisch. Und die protestantische Kirche, die evangelische Kirche, ist viel deutscher geprägt gewesen. Ne? Mhm. Man hat ja nicht nach Rom geschaut. Das war ja, das war ja alles obsolet. Es war eine Landeskirche und war relativ nah am Herrscherhaus, Hohenzollern etc. pp. Und das heißt auch, dass dort tatsächlich die Sprache viel gefährdeter ist als in der Oberlausitz, die katholisch geblieben ist weil einfach die katholische Kirche viel weniger national ist als die evangelische. Und das ist schon so ein Trend, der, der sticht ins Auge, ne, wenn man dort ist. Und es ist die einzige Region in der ganzen, gesamten ehemaligen DDR, die katholisch war. Ich glaube, mit einer, irgendwo gibt es noch so ein, so ein Nest mit ein paar Leuten, aber fast nur in der Lausitz. Und die Korrelation ist, ist wahrscheinlich schon, kann man schon als Kausalität auch sehen, die ist halt auffallend. Ne. Ja und dann ist vielleicht ein letzter Punkt, der halt natürlich sehr, sehr auffällig ist in der Region, das betrifft nicht nur Sorben und Sorbinnen, sondern alle Menschen dort, ist natürlich der Braunkohletagebau, ne? der krass ist. Also mhm. jetzt haben wir ja gerade so Lützerath und so weiter wieder äh, gehabt, also im Westen, aber was da in der Lausitz immer noch passiert, ne? also wir sind da durchgefahren mit meinem Kontakt dort, Julian, Shoutout, wenn er das hört, der so nett war, mich da ein bisschen rumzuführen auch. Und also wir waren in einem Dorf, das jetzt gerade auch abgebaggert wird. Darüber hört man aber gar nichts, weil es ist ja nur die Lausitz auf die Art. Ja, ne? oh und das zieht sich dort seit den 20er Jahren durch, verstärkt dann in DDR-Zeiten, aber inzwischen auch zumindest 100 Jahre. Und äh, hat auch für die sorbische Community natürlich sehr viele Probleme gebracht. Ne? Also unter anderem eben diese Trennung nochmal verschärft zwischen Ober- und Niederlausitz, weil dieses Zwischengebiet das Braunkohlegebiet war, wo ganz viele Leute wegziehen mussten. Die Verbindung gekappt wurde in vielerlei Hinsicht alles als Nebeneffekt. Ne? Also in der DDR war es ja nicht so, dass man jetzt aktiv gegen die sorbische Community vorgegangen wäre, aber es sollte halt dann doch dem sozialistischen Projekt im Zweifel weichen. Ne? Und das, das heißt, merkt man auch. Ja, das heißt, diese Community war wirklich schon ganz, ganz lange Zeit, viele Jahrzehnte äh, auf jeden Fall, so eine Art vergessene Community auch, Leute, die immer so durchs Raster gefallen sind und einfach mhm. zu wenig beachtet wurden. Ja, also ich würde sogar sagen, länger als das. Mhm. Gerade wie, wie sehr oft bei diesen Communities, und das ist jetzt wirklich etwas, was man sehr oft auch äh, findet, im Positiven wie im Negativen, wurden Sorben und Sorben dann eigentlich bis ins 19. Jahrhundert eher vergessen, ignoriert, Wahrheit nicht sonderlich wichtig. Und äh, erst im 19. Jahrhundert kamen dann irgendwie die ersten Forschenden auf die Idee, so da eben mhm. ethnologisch hat man damals gesagt, heute würde man sagen anthropologisch, weiß ich nicht, äh, Forschungen zu betreiben, da auch diese, dieses Volksgut, also in, oft halt in äh, musikalischer Form zu sammeln und all diese Dinge. Davor waren, war das Ganze ziemlich lang ja, von staatlicher Seite mehr oder weniger irrelevant. Ne? Also, dass, dass die Katholiken waren, das war irgendwie ein Thema. So für zum Beispiel Könige von Sachsen und so. Aber dadurch, dass die ja sowieso auch katholisch waren, wegen dem ganzen Polen, Polenbezug, hat das denen auch ganz gut gepasst. Dass die Sorbisch gesprochen haben, war halt nicht wirklich ein Thema, ne? Und dann haben wir natürlich wie immer, und das ist auch so eine Tragik, ne? egal wo man hinsieht, 19. Jahrhundert, Nationalismus kommt auf, und überall wird dann begonnen, diese Minderheiten, wie auch immer sie aussehen, sprachlich, kulturell, religiös, ja, zu assimilieren und zu versuchen, ihnen dieses, diese Sprache, diese Kultur halt auch einfach auszutreiben, so auf der Art. Und da merken wir, dass da halt wirklich Bewegung reinkam, so um die Jahrhundertwende. 1900, dann nochmal verstärkt in den 20er Jahren, dann natürlich nochmal stärker in der Nazizeit. Und wie überall sonst auch, haben wir eigentlich seitdem eine durchgehende mhm. ähm, ja, Reduktion auch der, der Sprecherinnen dieser, dieser, dieser Sprache. Ne? Wie, wie haben die Menschen auf dich reagiert, als du dort warst? Wie hast du das angefangen? Hast du gesagt, so, hallo, ich bin der Ralf, ich würde gerne mit euch ähm, über eure Geschichte und über eure Kultur sprechen. Ähm, wie, haben die sich gefreut? Äh, eine Plattform zu bekommen? Ja, tatsächlich überraschend, also das war eine sehr offene äh, Begegnung auch. Also ich habe eben den schon genannten Julian vorher schon über Twitter quasi kennengelernt, also da, mhm. der war ein bisschen darauf vorbereitet, was ich will und der kannte meinen Podcast dann auch schon und der wusste, worauf er sich einlässt, einlässt so, ne? ist aber auch ein Aktivist und ich glaube, das war schon eine beidseitig interessante Sache so. Mhm. Die anderen Leute, mit denen ich geredet habe, waren zum größten Teil sehr, sehr positiv da auch eingestellt und haben auch gern drüber geredet. So weniger jetzt vielleicht die persönlichen Sachen, das auch so ein bisschen Familiengeschichte, dass sie halt oft dann eben nicht in Bautzen geboren sind, sondern eher in der Umgebung, was ja auch halt so ein Stadt-Land-Gefälle auch ist. Ne? Und prinzipiell das ganz gut fanden, dass, da, dass ich mich dafür interessiere. Aber ich kann nicht genau sagen, warum. Ist jetzt auch eigentlich eine positive Sache. Die wenigsten haben sich jetzt gefragt, ja, was will denn der jetzt? Und oder fanden das äußerst ungewöhnlich oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie oft es vorkommt, dass jemand sie fragt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jemand meint, dass so, oh, ist sowas strange, dass da uns jetzt jemand sowas fragen will. Ähm, da war einfach eine Offenheit und auch eine gewisse Selbstverständlichkeit kam mir fast vor und man hat sich dann unterhalten. Das war sehr angenehm. Mhm. Ja. Schön. Ähm, sind wir da jetzt vielleicht sogar schon bei dem, was du im Untertitel Schwitzkasten nennen wolltest? Ähm, mhm. Es wird ja auf diese Menschen ähm, kontinuierlich Druck aufgebaut, äh, sich dann doch eher anzupassen der Mehrheit, mhm. die dort lebt. Ähm, ist das etwas, das in den letzten Jahren vielleicht sich doch nochmal verstärkt hat, wenn wir jetzt gucken auf so, so rechtspopulistische Strömungen, nationalistische Strömungen mhm. in Europa? Oder ist der Druck schon lange da gewesen und einfach nicht gewichen? Eher zweiteres würde ich sagen. Mhm. Ich, ich würde sogar behaupten, aber da mögen mir die Betroffenen dann widersprechen, weil ich kann es nur von außen sagen, mhm. dass es eigentlich eher besser wurde in den letzten paar Jahrzehnten, würde ich, würd ich unterstellen. Sogar eben, um jetzt nur kurz drüber zu reden, aber sogar der Rechtspopulismus, sogar die AfD ist jetzt nicht so sorben, feindlich wie man glauben würde. Ähm, die haben sogar einen, einen prosorbischen Flügel in, in Bautzen. Mhm. Also so ja, irgendwie Motto, lieber unsere eigene Minderheit als Ausländer oder I, I don't know. Wir, ich kann mich nicht in den Kopf eines äh, AfD-Menschen reinversetzen, aber in die Richtung geht's. Das heißt, das ist gar nicht so krass, das Problem. In Kärnten ist es ein bisschen anders. Heider war da schon anders drauf. Wobei es sicher auch in der AfD die Leute gibt. Aber mit dem Schwitzkasten meine ich eigentlich einen, den länger anhaltenden Prozess, der eigentlich im 19. Jahrhundert begonnen hat. Und das sehe ich jetzt wirklich als Prozess. Das ist etwas, was ich wirklich über 150 Jahre ziehen würde, diese, diese Entwicklung, wo halt vor allem diese meist Grenzregionen halt mit sehr starren Grenzen durchzogen wurden, die es vorher in der Form halt nicht gab. Das waren ja so, war nicht immer Grenzregionen. Ne? Das ist in Kärnten sehr deutlich. 1918 war das halt, als das Habsburgerreich zerfallen ist. Dann war da plötzlich die Grenze. Dahinter ist Slowenien. Hier hat deutsches Land zu sein in Kärnten. So war die... Sichtweise der Deutschnationalen. Und das hat natürlich da ganz viel im Negativen in Bewegung gebracht. Natürlich gibt es auch da wieder eine Vorgeschichte, aber da fängt es dann halt richtig an. In äh, Deutschland ist es ähnlich, ne? Also da war erst der Erste Weltkrieg und dann nochmal die äh, Oder-Neiße-Grenze halt, also nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er auch sehr nah an der Lausitz zumindest äh, neue Grenzräume geschaffen und hat die halt in dem Fall zumindest in einer sehr Wirtschaftlich prekäre Lage halt auch geführt, weil Grenzregionen meistens eher vernachlässigte Gegenden auch, auch Sinn, Waren und Sinn, ne? Und es ist eher so diese Prozesse, dieses Leben im Grenzraum, dieses zerdrückt werden zwischen zwei, meist zwei sich national verstehenden Staaten, ob das nun jetzt Deutschland und Polen sind oder die DDR und Polen oder ob das Slowenien und Österreich sind oder Gibt auch andere Beispiele? Ich war auch in, in uh, Siebenbürgen zum Beispiel, da ist es halt dann Rumänien und Ungarn zum Beispiel. Mhm. Ist jetzt fast egal, wo man hinblickt, diese Reibungen gibt es überall seit zumindest 100, 150 Jahren und haben sich meist sehr stark verstärkt im 20. Jahrhundert. Und ich würde sagen, in den letzten vielleicht 20 Jahren langsam vielleicht auch wieder verbessert, zumindest in vielen Regionen aber halt auch nicht nur und das meine ich mit den Schützkasten. Mhm. Ich habe so gerade äh, aufmerksam zugehört und ich habe den Gedanken gehabt, weil du sagst mit dem Einführen der starren Grenze wurde es schlimmer, weil man sich auch abgrenzen wollte und dann mhm. vielleicht auch musste, weil man es übergestülpt bekam. Und du hast gesagt, du hast den Eindruck und bitte kommentiert, wenn, ihr, wenn das jetzt von uns natürlich aus einer privilegierten Ansicht eine falsche Darstellung ist, dass man mehr hinschaut auf Minderheiten inzwischen. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch daran liegt oder damit verbunden sein könnte, dass wir in Europa zumindest ja in einem ganz, ganz kleinen Teil anfangen wieder Grenzen wegzuwischen, also indem wir mhm. durch die Europäische Union sagen, wir wollen mehr zusammenarbeiten auf, auf, auf der wirtschaftlichen Ebene, was was Ausschreibungen und solche Dinge angeht, ist ja plötzlich viel durchlässiger. Es gibt keine Grenzkontrollen mehr in der Regel in Europa und vielleicht löst man sich davon, das wäre ja mal so eine so ein, so ein positiver Blick in die Zukunft, ob es dabei bleibt, weiß man nicht, wir erleben ja gerade wieder, wie wir in einigen Ländern in Europa trotzdem Bestrebungen haben, sich deutlicher abzugrenzen von von diesem offenen, aber das war so gerade ein Gedanke, der der mir durch den durch den Kopf schoss. Kann man glaube ich gar nicht so viel zu sagen, aber einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte. Was mich interessieren würde, Ralf, du sagst, du bist aufgewachsen und hast es in einem Vorwort auch ein bisschen ausführlicher noch dargestellt, dass man schon lesen kann bei dir im Blog vom Buch, hm. dass du das gar nicht mitbekommen hast. Jetzt hast du dann, das ist ja schon, glaube ich, dargestellt und dann gehe ich nach Wien und studiere Geschichte und da hat es mich immer noch nicht interessiert, obwohl ich ja eigentlich äh, Historiker geworden bin. <laughs> ja, gibt es, tragisch. <laughs> Ist aber ja häufiger so. Ähm, ja. Gibt es denn aus, da, aus deiner Warte, das würde mich einfach interessieren, wenn es nicht so ist, dann, dann war es nicht so. Heute Dinge, an die du dich erinnerst aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit, die du damals eben nicht realisiert hast, wo du heute sagst, ah, okay, mit dem Wissen, das war eine Situation, das war eine Begebenheit, vielleicht eine politische Debatte, irgendein Wahlkampf, wo ich das heute verstehe, was da stattgefunden hat und damals hat es mich, mich nicht interessiert? Ähm, Im Kleinen, wirklich jetzt, wenn man über Erfahrungen spricht, wenig, wobei ähm, mir Geschichten eigentlich, also eher indirekt, dann ähm, jetzt wieder eingefallen sind. Mhm. Wobei ne, ihr wisst ja, wie das mit Erinnerung ist ja, ja. Ne, oder wie, wie echt das alles ist, ist die Frage. Aber dass ich mir einbilde, dass zum Beispiel äh, so in alten Familiengeschichten schon, äh, gerade so meine Tante äh, macht das öfter mal, dass sie halt ältere Geschichten rausholt, und die dann meinte, dass halt meine Großeltern, beziehungsweise auch vor allem meine Urgroßeltern, schon noch ab und zu auch Slowenisch gesprochen haben das aber schon als Geheimsprache irgendwie verstanden haben, weil die jeweiligen Kinder das nicht mehr konnten. Mhm. So eben auch meine Tante. Oder meine Tante kann es noch ein bisschen passiv so, aber halt ja, kaum. Das äh, kam vor, sonst eher im, im weiteren Sinn, würde ich sagen nur. Also ich kann mir jetzt viele Entwicklungen, die es ja auch in meiner Familie dann gegeben hat, äh, politische Meinungen und Positionierungen besser erklären. Also mein äh, Großvater zum Beispiel war halt äh, recht skeptisch der Volksgruppe der Slowenischen gegenüber eingestellt. Und mhm. das habe ich auch erst später erfahren, hat sich auch äh, in den Nachkriegsjahren darüber beschwert, dass die Entschädigungen bekommen haben, wo man sich halt auch denkt, ja, Entschuldigung, die wurden irgendwie deportiert in Arbeitslager, ne? ähm, ist ja wohl das Mindeste. Aber ähm, ja, hat er irgendwie halt damals nicht so gesehen, vielleicht auch später noch. Und jetzt so mit dem Blick auf das Ganze oder auch mit der Recherche im Hintergrund kann ich mir das halt besser herleiten, weil das ja auch so eine, da ging es sehr viel um positive Selbstidentitäten und so weiter. Ne? Das mhm. waren Leute im Fall meines Großvaters wahrscheinlich Zweitgeneration von Menschen, die an und für sich lange Slowenisch gesprochen haben und sich dem auch irgendwo zugehörig gefühlt haben. Also sein Vater, seine Mutter zu gewissen Teilen sicher noch, eine Generation drüber auf jeden Fall. Und die dann diesen Prozess ins Deutschtum quasi äh, vollzogen haben. Ne? Das, da gab es in, in Kärnten so eine Zwischenstation, die von vor allem von deutschnationaler Seite eingeführt wurde. Windisch hieß das. Äh, nicht zu verwendender Begriff, also kommt vom Wenden, ist ne? eigentlich ein altes deutsches Wort für Slaben. Aber äh, war halt im Prinzip so ein... So ein so eine Beschreibung, die verwendet wurde, um zu sagen: Hey, das sind Leute, die sprechen zwar Slowenisch, man hat es dann aber nicht Slowenisch genannt, sondern Windisch, sind aber so irgendwie gute, gute Bürger ja. und Bürgerinnen. So ja. die Art. Das war ein bisschen das von deutscher Seite gesehen. Und da haben sich viele reingeflüchtet, wie ich jetzt weiß. Da haben viele Leute gesagt: Ich will diese, diese Anfeindungen nicht, ich will mich damit, ich habe keine Lust auf Politik, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und die haben dann gesagt: na, Okay, ich rede jetzt nicht mehr Slowenisch, ich rede Windisch war das Gleiche, aber whatever. Und eine Generation später haben, also man hat es den Kindern dann ja auch nicht dabei gebracht, ja. die haben dann Deutsch geredet. Und ich glaube schon zu, da bist du dann eher äh, wahrscheinlich der Ansprechpartner, Alexander, aber dass das psychologisch etwas da mit den Leuten auch getan hat, so multigenerationell. Weil man dann halt sich umso stärker in dieses... Wir sind Deutsche denken irgendwie rein äh, gesteigert hat, beziehungsweise das so mitbekommen hat von zu Hause. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch Meinungen wie die meines Großvaters mit erklärt. Ist ein bisschen Küchentischpsychologie, gebe ich schon mhm. zu. Aber ich glaube, ein Element davon ist irgendwo da. Ja, und und das, das sehe ich jetzt. Was man da einordnen kann, also individuell kann man das natürlich immer nicht be bewerten äh, von außen, aber wir haben ja in der Sozialpsychologie so diese In-Group, Out-Group äh, Phänomene hm. und äh, im Grunde genommen äh, gibt es so zwei Strömungen, das eine ist, dass eine In-Group stark dafür kämpft, bestehen zu bleiben und sich abzugrenzen von einer Out-Group, das ist die eine Bestrebung, auf der anderen Seite, äh, wie du schon sagst, wenn du natürlich vermitteln möchtest, eigentlich wollen wir unsere Ruhe haben. Ja, im Grunde genommen. Und ähm, so wie du es beschreibst, das klingt für mich so ein bisschen so, wie angekommen sein, einen gewissen Wohlstand entwickelt zu haben. Und die Kinder sollen es ja immer leichter haben. Das ist ja hm. auch so, ein, so, ein, so eine Einstellung, die man gut nachvollziehen kann, die auch richtig im Grunde genommen ist. Der nachfolgenden Generation soll es ja im Grunde genommen besser gehen. Und wenn man selber festgestellt hat, dass durch die, durch die Sprachbarriere will ich nicht sagen, aber das andersartig eventuell Kultu sein, anderen kulturellen Background. Genau, dass das es so. da zu Problemen führt, dann sagt <laughs> man, ich möchte meinen Kindern diese Probleme ersparen und dann gibt es eben dieser Assimilierungsprozess, den du ja auch verwendest. Bei dir, der passt da ganz gut rein. Und das ist, ich finde das insofern, ähm, ich finde das ganz bedauerlich. Also gar nicht als Psychologe, sondern ich jetzt als Mensch, weil es sehr gut nachvollziehbar ist. Das Grundmotiv, so en masse, was da passiert ist, wie soll ich sagen, also, ist ja nicht mal bösartig, also, sondern es ist so ein regulativer Prozess, der so stattfindet. Für, für die Menschen, die dann beschließen, dass sie sich eher der Mehrheit anpassen möchten, ist es auf jeden Fall ihr gutes Recht. Genau. Und das steht ja auch mhm. in der Vereinbarung des Europarats zum Thema ethnische Minderheiten, um den Begriff nochmal zu benutzen drin, dass, dass jeder Mensch sozusagen selber entscheiden kann, ob er oder sie zu dieser Minderheit offiziell gehören möchte und dass aus dieser Entscheidung ja oder nein auch kein Nachteil erwachsen darf. Mhm. Insofern äh, sicherlich, was ich nur so ähm, bedauerlich finde, ist, wenn die eigene kulturelle Identität und auch historische Identität auf einmal negativ besetzt ist und für Ausgrenzung steht. Mhm. Das, das liegt aber nicht an den Menschen, die zu dieser Community gehören, sondern am System, also an yeah. der Mehrheit im Prinzip, dass dieser Druck aussieht aufgebaut ja. wird. Und nicht jedem Menschen ist es gegeben und nicht jeder ist willens, sich dagegen aufzulehnen und zu sagen, ich kämpfe jetzt aber dafür, dass mein, meine kulturelle Identität erhalten bleibt. Mhm. Und insofern haben wir da eine Gemengelage, die wahnsinnig komplex ist und es ist absolut verständlich, wenn die Menschen da unterschiedlich drauf reagieren. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass sich diese in, in einem kleineren Kosmos stattfindende Entwicklung ja letzten Endes auch auf die eventuell mal irgendwann Vereinigten Staaten von Europa übertragen lässt, okay. wo ja auch ganz viele Menschen befürchten, ja wenn das mal passiert und wenn wir vielleicht noch eine gemeinsame Verfassung kriegen irgendwann, dann verschwindet unsere kulturelle Identität, die wir hier in Land XY haben. Dass das aber nicht so sein muss, dass man äh, zusammenwachsen kann und sich dennoch die, die eigene kulturelle Identität bewahren kann, das finde ich, äh, müsste man den Menschen vielleicht besser vermitteln. Äh, und wir müssten es auch mehr leben. Also wir müssten eben äh, irgendwie dafür sorgen, dass wir äh, Leute, die einen anderen Background haben, nicht ausgrenzen, sondern dass wir das als Bereicherung. Verstehen. Und gleichwohl an, an, an dich nochmal als Kulturwissenschaftlerin ja auch immer so der Punkt, dass man sich auch frei machen muss von dem Gedanken, dass eine Kultur unveränderlich ist. Also, also ja. natürlich bedingen sich Kulturen auch immer und durchdringen sich ja auch. Ähm, ähm, also trotzdem kann man ja einen, 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 einen gewissen Kern der kulturellen Identität bewahren, auch wenn man sich äh, äh, ja Vermischt klingt ganz Austausch, danke schön, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und für mich, also diese, diese, diesen, diesen Verlust, ich habe äh, als persönliche Anekdote, als ich dein dann, dann, dann Vorwort gelesen habe und mir das Crowdfunding angeschaut habe, ich habe mich sofort erinnert gefühlt an meine Großmutter, die äh, aus Ostpreußen geflohen ist, äh, ausgangs des äh, Zweiten Weltkrieges äh, nach Deutschland dann, also in, in, nach Westdeutschland. Dann später und sie sprach, bei uns zu Hause hieß das immer Ostpreußisch, also diesen, mhm. aus, diesen Dialekt, habe jetzt erfahren, dass es eigentlich das Niederpreußische ist und das wird dann ganz plötzlich ganz kompliziert alles, also da wollen wir gar nicht reingehen, <laughs> da können die Sprachwissenschaftler äh, sich natürlich mit beschäftigen und das Interessante ist, dass meine Großmutter, im Grunde um Hochdeutsch und Dialekt so ein bisschen gemischt hat. Also es ist so ein bisschen wie so ein Bayer, der bayerisch spricht und dann bemüht er sich, äh, Hochdeutsch zu sprechen, so war das bei ihr. Meine Mutter konnte eben Hochdeutsch, konnte aber instantan in diesen Dialekt dann auch verfallen, der jetzt keine eigene Sprache ist, aber schon auch eine sehr eigene Klangmelodie hat. Also, sie hat, also die Sprachmelodie war dann auch plötzlich mhm. eine ganz andere. Und das ist an mir vorbeigegangen. Ich kenne noch so ein ganz paar Be Begriffe aus dieser Zeit also Verben und, 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 und Hauptwörter, die so aus dem Ostpreußischen stammen. Und ich habe in Vorbereitung unserer Aufnahme heute mal auf YouTube ein bisschen gesucht und habe so ein paar Ausschnitte gefunden von Menschen, die eben auch noch diesen Dialekt sprechen. Und das hat instantan was bei mir gemacht. Und ich habe gedacht, schade, dass, ich, dass man das gar nicht mehr hört. Und aber auch damals war es natürlich so ein Stück weit so, im Grunde genommen, ja, man wollte ja eigentlich da jetzt auch Deutsch sein nach dem Zweiten Weltkrieg und man wollte ja eben nicht aus den Ostgebieten äh, stammen und äh, das wurde ja auch alles neu gemischt. Das heißt, da wollte man sich ja von seiner Herkunft zum Teil dann auch bewusst dann wiederum abgrenzen. Ähm, äh, und da bin ich noch gar nicht fertig, das nochmal für mich selber aufzubereiten. Ich glaube, da muss ich nochmal viel mehr lesen. Also vielen Dank schon mal für den Anstoß. Äh, das war wie so ein Initialzündung, plötzlich zu sagen, hm, anders als bei dir in, in, in Kärnten mit der slowenischen äh, Volksgruppe, aber dann doch irgendwie ein, ein Stück weit etwas, was verloren gegangen ist und was immer mhm. weniger wird und wahrscheinlich in, in der nächsten Generation so gut wie gar nicht mehr dann da ist. Das ist schon erstaunlich. Mhm. Und das ist ja auch nur ist halt ein, eine Facette dieser ganz vielfältigen, ehemaligen in Osteuropa lebenden deutschen Communities, ne? mhm. die ja fast alle durch die Bank ja dann irgendwann nach Deutschland gekommen sind, meist nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, die schlesische Community ist da sicher die größte, mhm. aber eben auch Sudeten, Deutsche mhm. zum Beispiel sind ja so ein Thema, Baltikum. Ähm, und wo ich halt dann jetzt auch war, Siebenbürgen, ne? Und die sind ja ganz andere Voraussetzungen als jetzt eben sorbisch-slowenische Community zum Beispiel, ne? Weil die, und das fand ich ja, das ist, glaube ich, was, da ist noch deutlich lebendiger als jetzt am Beispiel äh, der, der, der preußischen oder ostpreußischen, ähm, wie nennt man das? Zugezogenen, ja. damals zumindest. ne? Weil die ja nach wie vor sehr stark versuchen, das irgendwie am Leben zu halten und das unter widrigsten Bedingungen de facto. Ne? Man muss sich vorstellen, es leben 10.000, wenn es dann hochkommt, Siebenbürger Sachsen und 16 in den Siebenbürgen heute. Mhm. Und halt 200.000 plus ihre Nachkommen, die sich mehr oder weniger damit identifizieren, meist in Süddeutschland. Und doch gibt es dann eben in Deutschland Events, wo dann 20, 25.000 Menschen zusammenkommen, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie sich darauf zurückbeziehen. Und dann wird die Frage interessant: Okay, wenn man das jetzt am Leben hält, auf welcher Basis denn? Erinnerung ist es meist nicht mhm. mehr oder nur, nur bei den Älteren. Was ist es dann? Ähm, irgendein Zugehörigkeitsgefühl, aber. Das ist immer weiter entfernt von der Lebenserfahrung von damals so, ne? Und vom Bezug zum Land und all diese Dinge. Und dann wird es interessant, und dann wird auch wieder die Frage, und da habe ich keine Antwort drauf: mit sollte es mal Vereinigte Staaten von Europa geben und so. Wie können mhm. kleine Identitäten ausschauen? Woran haltet, hält man sich fest? Man kann natürlich schon noch die Frage stellen: ja, was bringt's? Ne? Weiß ich nicht. Ähm, ist alles, alles debattabel, aber. Wichtig ist, dass die einzelnen Personen ja auch die Möglichkeit haben. Und das ist dann spannend zu sehen, wie verschiedene Gruppen und verschiedene AkteurInnen das ja heute schon versuchen, ne? Und mhm. ja, dass das gerade da in, 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 in nördlicheren, Gefilden Deutschlands das aber deutlich weniger präsent ist, eben mit auch mit schlesischen ähm, Abstammungen und so, als im Süden ist, ist, ist auch wieder interessant, mhm. aber ist auch irgendwie so ein Faktum, ne? weil Sieben Bürger Sachsen, Sechsinnen, Banater, Schwaben, Schwäbinnen irgendwie aktiver zu sein scheinen heute noch. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, die dänische Minderheit, wenn man dann nach ganz Norddeutschland schaut, Schleswig-Holstein, äh, die sind ja schon recht aktiv, also auch politisch ja, ja. als mhm. Gruppierung. Also da ist es dann wieder so. Mhm. Vielleicht auch, weil die weil die Grenze da natürlich dann auch wieder näher ist. Da sind wir ja auch wieder beim Thema Grenzgebiete deines Buches. Also das habe ich schon sehr wahrgenommen, als wir in den Norden gezogen sind, als ich dann sogar in Schleswig-Holstein gearbeitet habe. Mhm. Gerade auch was Wahlen und solche Dinge anging, weil ja auch da die Parteien der, der Minderheiten, in dem Begriff jetzt mal gesetzt, mhm. ja nicht diese 5%-Hürde haben, sondern eben vereinfacht in Parlamente kommen können. Das war schon deutlich spürbar und mhm. hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich es wahrgenommen und gesehen habe. Und ich glaube, das ist ja auch etwas Entscheidendes, dass man es überhaupt wahrnimmt, dass es diese Gruppen äh, gibt. Und in dem Moment, wo mhm. man sie sieht, sagt man, oh, was ist das denn und beschäftigt sich vielleicht wieder ein bisschen mehr damit. Äh, deswegen finde ich ja auch deine, deine Idee des Buches so wichtig. Also Sichtbarkeit natürlich auch schaffen, damit Dinge nicht, wenn sie erstmal verloren gegangen sind und man sie nicht mehr sehen kann, dann sind sie ja eben weg. Das ist ja, ja das Bedauerliche dabei. Und das ist auch eines der, der, einer der zwei Trends, die ich jetzt, wenn ich es ganz grob über den Kamm schere, die Leute halt immer wieder erwähnt haben, ist eben neben der Weitergabe der Sprache, also da Thema Schulen, Thema Bildung im Großen und, Großen und Ganzen, ne? äh, neben dem ist diese Sichtbarkeit ein Thema für eigentlich alle, ne? also ob das jetzt im Sorbischen Raum ist oder eben in Österreich oder auch anderswo. Und es ist enorm wichtig. Ne? Also, ich habe mir dann auch selbst gedacht, wenn äh, vielleicht die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, eine zweisprachige Ortstafel gehabt hätte, dann hätte ich mich ja zumindest irgendwann mal mit 14, 15, 16 rum, wenn nicht früher, mal fragen können, ja, warum eigentlich. Ne? Weil die Stadt ja. hat einen, hat einen slowenischen Namen, Beljak, das weiß ich heute so. Ne? Mhm. Aber es gab und gibt keine Tafel. Und äh, gerade diese, diese Ortstafeldebatte war in Kärnten immer eine sehr toxische, aber sie ist halt, wenn sie auch irgendwie plakativ ist, im wörtlichen Sinne, enorm wichtig, weil Sichtbarkeit ja die Grundlage dafür ist oder die Grundlage für Wertschätzung auch eigentlich sein ja. muss, schätze ich, würde mhm. ich jetzt schon so, so, so mhm. ausdrücken. Und in vielerlei Hinsicht ist gerade die dänische Minderheit in Deutschland oder auch umgekehrt die deutsche Minderheit in Dänemark mhm. ähm, ein durchaus ein Positivbeispiel, wo vieles davon klappt, was man sich anderswo wünschen würde. Südtirol wäre vielleicht auch noch so ein Beispiel, ja. wobei sehr speziell. Und wenn wir da mehr hinkommen, dann wäre das, glaube ich, für Europa eine sehr große Errungenschaft, weil es leider doch mir die Ausnahme zu sein scheint, dass eben dies, 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 diese, dieses Zusammenleben Mehrheit-Minderheit und auch das nicht zu sehr ins eigene Lager zurückziehen, das funktioniert nur in wenigen gebieten Europas mhm. so richtig, ne? so diese Gratwanderung zwischen Öffnung und Austausch und Bewahrung äh, auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die so komplex ist. Also es ist bewundernswert, hm. wenn, wenn Menschen so diese Gratwanderung überhaupt wagen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Hast du hm. aus deinen Gesprächen auf der Reise irgendeinen Ausblick mitgenommen, also wie die Menschen in die Zukunft blicken, eher positiv, eher negativ? Oder war es so, wir, wir schauen einfach mal, wie das jetzt weitergeht? Unterschiedlich. Also das hängt wirklich ein bisschen davon ab, wo man hingeht. Schon tendenziell, würde ich sagen, negativ. Es ist hm. nicht so viel Hoffnung bei mir angekommen, was die meisten der, der, der Leute da anging. Gerade vielleicht im sorbischen Bereich noch am ehesten eine für mich fast überraschend positive Blick oder Sicht auf die Dinge. Also es wurde schon mir öfter an mich herangetragen, dass eigentlich die rechtliche Lage relativ gut ist. Seit neuestem eben auch Ortstafeln sogar verpflichtend, die in gleicher Größe auch bei der Sprachen angeben müssen. So vieles funktioniert. In den Landesverfassungen von sowohl Brandenburg als auch Sachsen sind recht, so wie mir gesagt wird, zufriedenstellende Rechte. Wird sicher auch Leute geben, die das anders sehen, ähm, verankert. Aber was das Große angeht, ne, die SprecherInnenzahl, die Entwicklung der oder die Weitergabe der Kultur, da sind fast alle negativ gestimmt. Weil eben, und das immer wieder bei dem, bei der großen Entwicklung, beim, beim letztendlich Nationalismus, beim Grenzenthema, dass einfach dieser Assimilationsprozess inzwischen so weit fortgeschritten und so natürlich auch ist und als so natürlich angesehen wird, dass der Weg ins meistens Deutsche wie ein sehr natürlicher erscheint und wie ein nicht wirklich aufhaltbarer in vielen Bereichen. Und das sind auch teilweise wirklich recht traurige... Ähm, gerade von älteren Menschen sehr traurige Berichte auch. Also ich habe das nur zum Teil verstanden, mir wurde das dann übersetzt. Also eben dieser Julian hat mit zwei älteren Damen geredet, da mitten im Tagebaugebiet, eben auf Sorbisch, wie sie die Lage einschätzen. Und dann, das hat für mich das Ganze nochmal irgendwie neu geöffnet und dann gesagt, ja, es ist unglaublich schwer, natürlich schon immer gewesen, auch wegen der Tagebauer. Jetzt aber ist die Diskussion, dass die Tagebauer geschlossen werden. Und dann meinten sie, ist es ist endgültig vorbei, weil aktuell ist es so, dass wenigstens dadurch noch ein paar Arbeitsplätze in der Gegend sind. Wenn das dann auch noch wegfällt, das, was es ursprünglich mal die Community zerstört hat, ist jetzt das einzige, was noch ein paar Leute dort hält. Mhm. Und wenn das dann wegfällt, dann, also die haben sehr, sehr negativ geklungen. Die meinten so, ja, das war es dann in der Gegend zumindest. Ne? Das kann man vergessen. Die Leute werden nach Dresden mhm. ziehen oder anderswohin. Und dort arbeiten und Deutsch sprechen. Und das ist jetzt ein sehr, an mir sehr hängen gebliebenes Beispiel, aber ja, allzu positiv war der Outlook leider eigentlich nirgends. Es, es zeigt aber wiederum, wie unglaublich verflochten all diese, diese Bereiche sind. Eine Wirtschaft, ähm, Kultur, äh, und wie, wie wahnsinnig ähm, schwierig das ist, auch diese Widersprüche, die da drin stecken, die du ja angesprochen hast, auch aufzulösen. Das ist ja fast mhm. eine Aufgabe, die überhaupt nicht machbar ist. Äh, denn äh, wir haben natürlich die, die ähm, Zukunftssicherung, gerade auch was Energie angeht, auf der einen Seite. Mhm. Aber natürlich ähm, möchte man auch nicht ganze Regionen ja aus. Das klingt jetzt so böse, aber aussterben lassen mhm. oder, oder ähm, ja vereinsamen lassen. Brach liegen, brach liegen lassen. Ähm, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ohne jetzt wieder allzu negativ sein zu wollen, dass da auch in den vergangenen Jahrzehnten einfach wahnsinnig viele Chancen verpasst wurden, mhm. rechtzeitig gegenzusteuern und rechtzeitig auch Alternativen zu bieten. Es war viel zu lange ein, ach, es hat ja immer irgendwie funktioniert. Und dann sind wir irgendwie alle von diesen ja jetzt doch dringender werdenden Problemen überrascht worden, obwohl sie uns <laughs> ja. nicht überraschen hätten mhm. dürfen. Äh, und jetzt muss auf einmal alles relativ schnell gehen und man kann den Menschen überhaupt keine Alternativen mehr bieten. Und das macht mich wirklich so ein bisschen sauer in letzter Zeit. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, um wieder ein bisschen positiver äh, gestimmt zu sein, ich finde es großartig, Ralf, dass du ausgehend von so einer persönlichen Geschichte auch. Ähm, gesagt hast, ich äh, gucke jetzt nicht nur bei mir in der alten Heimat mal äh, hin, wie äh, die Menschen da äh, leben und äh, wie ihre Geschichte ausschaut, sondern äh, dass du dann eben auch Reisen gemacht hast, um in anderen Regionen dir das anzugucken. Und ich finde, da können wir alle wahnsinnig viel mitnehmen, äh, uns erstens mit unserer eigenen Geschichte zu beschäftigen und dann von dort ausgehend mal den Fokus ein bisschen mehr aufzuziehen denn, wie gesagt, das kann eine absolute Bereicherung sein, wenn wir es als solche verstehen. Natürlich all das, was meine Klugfrau sagt. Was, was, du hast jetzt Siebenbürgen angesprochen, du hast die sorbische Minderheit angesprochen, natürlich Kärnten, Slowenen. Wo warst du denn noch? Also, wenn man jetzt sagt, das ist ein spannendes Thema, wo war denn der Ralf überall unterwegs, kannst du noch so ein paar Blitzlichter nennen, wo du noch warst, wo du noch mhm. zugehört hast? Also es waren im Kern, waren es fünf Minderheitengruppen, mhm. teilweise mit mehreren Orten. Also natürlich war ich in Kärnten, klar. Mhm. Eben Lausitz haben wir jetzt ja zu Genüge äh, gesprochen. Dann war ich in Siebenbürgen. Ich war aber auch in Deutschland, das ist in, in Franken, Dinkelsbühl, in, äh, ich glaube, das ist Unterfranken äh, oder Mittelfranken. Wir das wohnen heißt, in Bayern, <laughs> wir kennen uns ja nicht aus. Ja. Ähm, Und Franken ist ja auch nicht äh, Bayern. Eben, Ach, eben. Das ist ja alles also, so kompliziert. Ähm, alte Animositäten sterben auch dort langsam. Äh, dort ist eben dieser ange, äh, angesprochene ähm, Heimattag, heißt das, dieses große Treffen der sächsischen Community in Deutschland. Da war ich eben auch mhm. äh, im äh, letzten Juni. Also einerseits das, dann äh, war die vierte Gruppe etwas, was in Europa sehr wenig bekannt ist, äh, die jenischen. Das ist ähm, ja quasi ein, ja, eine Nachfolge. Community der äh, ehemals fahrenden Leute, so auf die Art, die aber nicht den Roma Romnier sind, die sind jetzt irgendwie äh, sich zuordnen oder auch nicht diese Herstammung haben, äh, Abstammung haben und ähm, eher aus dieser verarmten europäischen Bevölkerung kamen vor teilweise Jahrhunderten, die aber auch nach wie vor äh, in, in der Form Netzwerke pflegen, die auch nach wie vor sich als eine, eine Gruppe verstehen und so und da war ich äh, im Alpenraum viel unterwegs, also auch in Süddeutschland, in, äh, in Württemberg, in der Schweiz, in, äh, in Tirol auch. Das sind so einige der, der Schwerpunktregionen, äh, wo viele Jenische auch heute noch leben. Das war extrem spannend. Ähm, Habe dann über eine Veranstaltung in Innsbruck dann auch noch einen äh, Jenischen kennengelernt, der in Südkärnten. Zehn Kilometer vom Haus meiner meiner Mutter entfernt lebt. Da bin ich da auch nochmal hingefahren. Alles kommt irgendwie zusammen. Ja, und dann der letzte Punkt: da war ich aber wenig, beziehungsweise wird ein wenig im Buch weniger davon, weil es auch eher passiv passiert ist. War ich noch im Burgenland, hier das östlichste Bundesland Österreichs, wo, was generell das multikulturellste österreichische Bundesland ist. Dort gibt es eine äh, sogenannte Burgenland-Kroatische Community, die mir halt recht nahesteht, sprachlich. Also ich spreche halt Kroatisch. Also inzwischen auch halbwegs slowenisch, aber mein kroatisch war immer schon besser. Und mit denen ich viel schon auch äh, mache, so auf Podcast-Ebene und so. Und habe das halt auch noch einfließen lassen. Und das ist, ja, das ist so im, im Kern, waren das die Reisen... Aber natürlich, ne, das, das Buch ist ja dieser merkwürdige Spagat, wo es einerseits eben diese Gespräche sind von mhm. den Reisen, dann die Reisen selbst, was ja für mich mhm. komplett Neuland ist, so ein Reisememoir zu schreiben, mhm. wenn man so historische Sachen gewohnt ist. Strange. Und dann natürlich die gesamte Historie, ne, die ja dann doch rein soll, weil, naja, man will ja nicht zu weit weg von seinem Fach. Das hätte ich dich nämlich noch fragen ja. wollen, weil eigentlich für einen Historiker… Ähm, äh, wenn ich jetzt so meine Stereotype aktiviere, ist es ja ungewöhnlich, äh, äh, sozusagen mit Lebenden. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich guckt man ja nach hinten. Also ich meine, äh, zukünftige Generation von Historiker sind vielleicht und HistorikerInnen werden ja dankbar sein über dein Buch, weil du jetzt wieder natürlich eine Quelle lieferst für, für den Zustand äh, der, der 2020er Jahre. Aber ähm, eine kulturhistorische Reise. Ja, eigentlich. Ja, Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon ja. Also ähm, ja, wie gesagt, es war auch Neuland für mich, aber ich hatte Lust, das eben so zu machen. Und vor allem fand ich es schwierig, als nicht richtig Mitglied einer Minderheit, zumindest würde ich mir jetzt nicht so verstehen, weil ich auch die vielen Probleme der slowenischen Minderheit nicht teile oder nicht geteilt habe. Ne? Als so jemand ein rein faktisch-historisches Buch über Minderheiten zu schreiben, von außen kommt, das fände ich nicht richtig. Da fehlt mir die Perspektive der Betroffenen. Und deswegen habe ich es dann so gemacht. War ein Abenteuer, weil das zu verweben gar nicht mal so einfach ist. Ich mhm. hoffe, es ist gelungen. Äh, sonst wird es meine Lektorin aktuell hoffentlich äh, gerade bügeln. Ja, das finde ich, find ich aber auch noch mal einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Da lernen wir ja auch gerade noch mal hinzu, dass es äh, in gewissen Themenbereichen, glaube ich, wichtig ist, nicht über Menschen zu sprechen, ja. sondern zumindest auch den Versuch zu machen, mit ihnen ja. zu sprechen, ja. weil die, weil die Binnenperspektive dann häufig noch mal eine andere ist als all das, was man darüber meint zu wissen oder sich angelesen ja. zu haben. Und selbst wenn man wohlwollend ist, kann man glaube ich da sehr schnell in eine Falle hineintappen weil man eben die Binnenperspektive nicht hat und dann gewisse Dinge vielleicht nicht beachtet, nicht sieht mhm. oder falsch bewertet. Und insofern äh, äh, also, zoll ich dir da Respekt, dass du gesagt hast, äh, das muss ich zumindest mal äh, machen, finde ich, find ich eine ganz großartige Entscheidung und eine richtige Entscheidung aus meiner Warte heraus. Ja, danke. Es ist ja wirklich ein ein, etwas, was wir glaube ich kollektiv ja gerade alle lernen, zumindest die, die ein Interesse an Inklusion in der Gesellschaft haben. Ja. Ähm, die anderen hören ja zum Glück nicht zu. Und oder beschweren sich dann, obwohl sie nichts gehört <laughs> haben. Oder beschweren sich das dann. Auch sein genau. Diese Zuhörer*innen ja. werden sich dann melden. Und ähm, das ist eine, eine Lehre, die die ich ja auch gerade. Da bin ich auch irgendwie im Prozess, ne, weil es mir irgendwie auch persönlich ja, nicht meine Lebenswelt ist, ne? aber das ist ja gerade bei, im Bereich LGBTQI halt auch natürlich etwas, was wir gerade alle lernen, so mhm. nicht von außen über die Lebenserfahrung von Menschen zu sprechen, mhm. sondern mit ihnen und äh, ihnen halt das Wort zu geben. Und das Gleiche ist natürlich bei ethnischen nationalen Minderheiten der Fall und bei ganz vielen anderen Themen. Ne? Also immer ist es nicht möglich. ne ich, ich kann jetzt mit meinem Geschichtspodcast auch nicht jedes Mal jemanden finden, der oder die da. Betroffen ist. Aber sofern mhm. man kann und die Möglichkeit hat, ist es doch ein schöner Trend. Und ich glaube jetzt, also ich bin jetzt sicher nicht jemand, der das irgendwie, dieses Rad neu erfunden hat. Ich, ich, ich sehe das schon zu Recht als einen guten Trend, den wir hoffentlich langsam erreicht haben, dass man mehr mit Leuten spricht und ja, meinen kleinen Anteil habe ich hiermit hoffentlich geleistet, weiß ich nicht, das war zumindest der Anspruch. Das klingt fantastisch und ich werde mich drauf stürzen, sobald möglich. Genau. Kommen, kommen, kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Rahmendaten. Also erstmal gratulieren können wir ja schon. Du hast die erste Stufe des Crowdfundings ja schon äh, genommen. Ja, danke. Äh, das ist sehr gut. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu, wir verlinken ist, aber vielleicht auch nochmal auf der Audiospur bei Start Next kann man aktuell mhm. noch dein Buch mit unterstützen. ne? Genau, ähm, Link, genau, danke, wenn es eine Chance ist, sonst, also es gibt auch eine Umleitung von meiner Website, das ist mir immer am liebsten, ralfgrabuschnig.com, unterwegs, minus zwischen, minus Grenzen und äh, das leitet aktuell auf die Startnext um, wenn das dann vorbei ist, am 17. April ist es soweit, dass das endet, dann wird es auf meine Website eben gehen. Ja und aktuell kann man das dort noch unterstützen, wie du sagst, das erste Level, so dieses Mindestding haben wir jetzt gerade die Tage oder gestern Abend erreicht, was sehr schön ist, sehr schön war mhm. zu sehen. Das heißt, ich habe genug Kohle, um das zu drucken und das Lektorat zu bezahlen und das Cover-Design und all diese Dinge. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Aber es soll ja auch noch ein Hörbuch kommen und vor allem ist jetzt die beste Möglichkeit, das Buch halt zu unterstützen. Jetzt rein, um mal ganz äh, dröge wirtschaftlich zu reden, jetzt ist halt so, dass am meisten auch bei mir hängen bleibt, wenn mhm. Leute das Buch jetzt kaufen. Wir alle wissen, wie das System Amazon und Co. funktioniert. Das ist dann alles eine ganz andere Sache. Und jetzt ist, habe ich die schöne Gelegenheit, das kann man ja nicht immer machen, es halt einfach direkt zu produzieren. Die Bücher kommen dann alle zu mir. Ich signiere die dann auch alle und schreibe noch hoffentlich soll meine Hand nicht krampft, was nicht das dazu. Und verschicke das auch dann auch persönlich. Also, es ist jetzt halt irgendwie ein besonderer, ja, besonderer Moment für mich. Und ich hoffe auch für die Leute, die das Buch interessiert, eine Möglichkeit, das eben in einer besonderen Ausgabe zu kriegen, die es so dann danach nicht geben wird. Ist auch leicht unterschiedlicher ähm, Inhalt, also minimal muss man sagen, aber ja. Und ähm, eben ein, ein anderes Cover und eben signiert und, und all das, das kann man jetzt unterstützen noch. Und im Endeffekt, genau am Crowdfunding, kann man dann für 25 Euro sich das Buch einfach vorbestellen und kriegt es dann so. Es gibt noch ein paar andere, Dankeschönes, Hörbuch und so weiter, aber das kann man sich ja gerne alles anschauen und ich freue mich sehr, wenn es den einen oder die andere interessiert. Genau, und Wunderbar. ansonsten hört man bei Déjà-vu-Geschichte rein mhm. und wir haben hier im, im Vorfeld der Sendung schon darüber gesprochen, dass wir ga, gar nicht mal so weit weg nochmal nee, genau, eine wir neue, haben noch was vor. gemeinsame Folge nochmal mhm. machen wollen. Also insofern bis dahin dann alle Folgen Déjà-vu-Geschichte hören, dann ist man äh, auf Laufenden. <laughs> genau. Ja, und genau. kann dann nochmal rein ganz anders einschätzen, wenn wir, ich denke mal Richtung Sommer wahrscheinlich uns jo. hier nochmal wieder bei einem, bei einem Crossover treffen immer wieder mit schön. Einem, äh, ohne zu viel anzuteasern, mit einem ver verwandten Thema genau okay. ja genau ja wird spannend mhm. freue genau. mich Ralf vielen Dank dass <laughs> ja, du dir die Zeit dir. genommen hast vielen Dank für das tolle Projekt äh, das uns wirklich sehr interessiert hat sonst hätten wir auch diese Sendung jetzt nicht äh, gemacht mhm. und äh, wir sind natürlich immer gespannt und gucken immer über den Internetzaun was bei dir gerade so abgeht <laughs> und bin jetzt schon gespannt was dein nächstes Buchprojekt äh, werden wird ja vielen lieben Dank gebe ich zurück ich schaue bei euch auch immer über den äh, <laughs> Über den Zaun ins Hoxilla-Headquarter darf man ja offiziell nicht, aber Drohnen werden runtergeschossen. Ne? Um so ist es. <lacht> <lacht> um, und das, ja, das hat, mich, hat mich mega gefreut. Danke für die Einladung. Bin immer sehr gern bei euch und ja, wir hören und sehen uns ja sehr bald. Da freue genau. ich mich. Alles Bis Gute bald. fürs weitere Bis dann. Tschüss. Bis, danke. Tschüss. Ihr ja, tolles Gespräch, tolles Datens zum Ende ähm, und natürlich die nächste Folge mit. Ähm, Ralf schon in Aussicht gestellt. Das wird auch was ganz Besonderes. Da freue ich mich jetzt schon wie verrückt drauf. Genau, da planst du ja schon etwas ja. länger mit Ralf dran rum. Ähm, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Und jetzt will ich ja unbedingt wissen, ob ein <laughs> uh -huh. Flugzeug uh -huh. eine Scheibe verloren hat. Uh -huh. Die Auflösung. Die Geschichte von der rausgefallenen Scheibe aus dem Flugzeugcockpit und dem halb heraushängenden Piloten und der Crew, die es trotzdem noch geschafft hat, das Flugzeug notzulanden, sodass alle unbeschadet diese Katastrophe überstanden haben, hat sich tatsächlich zugetragen. Und zwar 1990. Und es war der British Airways Flug 5390, dem das passiert ist. Und dieses Fenster, dieses Betreffende ist wohl relativ kurze Zeit vorher Präpariert ähm, worden. Anscheinend hat man da nicht so ganz gut hingeguckt und das Ding ist wirklich rausgeflogen. Äh, die, äh, diese Geschichte ist jetzt in letzter Zeit so ein bisschen wieder aufgepoppt in den sozialen Medien und wenn man die so liest, so reißerisch und dramatisch, dann könnte man wirklich meinen, das ist wieder so, so eine Fake News Geschichte. Ähm, aber die, die ähm, Fakten stimmen. Zum allergrößten Teil, es wird teilweise ein bisschen bei der Zeit übertrieben. Ich habe ja auch bei der Einleitung gesagt, es wäre so ungefähr eine halbe Stunde. So wird es immer kolportiert mhm. in den sozialen Medien. Es waren tatsächlich so ungefähr 22 Minuten. Aber die, diese ganze Story ist ähm, so dramatisch tatsächlich abgelaufen und war so schwierig auch zu handeln. Und es ist ein solches Wunder, dass da nicht mehr passiert ist, dass ich euch mal äh, empfehlen würde, entweder den Artikel bei Snopes auf Englisch oder den Wikipedia-Artikel auf Deutsch deutsch zu lesen da wird das alles ganz detailliert beschrieben auf jeden fall ist es wahr und wir werden das natürlich wie immer ja. verlinken wer das dann nachlesen möchte kann das dann finden ende des monats ist auch wieder zeit danke zu sagen danke an alle unterstützerinnen die uns unterstützen ähm, noch zeichnet sich ab das machen wir in der nächsten aprilfolge noch mal dass wir immer noch nicht so ganz bei den 6% sind aber wir haben wieder einen kleinen aufwärtstrend Super zeichnen. Wir gucken mal, wie es dann in der finalen Abrechnung ist. Da sagen wir euch dann bitte den Prozentsatz. Aber vielen, 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 ja, vielen danke Dank, euch da dass ihr trotz hier ja auch wirtschaftlich schwieriger Zeiten mhm. für uns alle ähm, uns weiter da unterstützt. Das freut uns außerordentlich. Und generell noch mal ein kleiner Hinweis auf unsere ähm, Termine seite auf huxilla.com. Denn da kann man immer schauen, was sind so die nächsten Termine. Wir haben am 12. April auf Twitch wieder so äh, ein Live mit euch gemeinsam Schauen von alten Folgen, also hören. Also ihr könnt Alexa und mir zuschauen, <laughs> wie, wie wir, wir alte, alte Folgen hören. Mhm. Das ist der sogenannte Re-Life, und der ist bisher immer ganz gut angekommen. Also der Termin ist da immer angekündigt. Wir sind am 14. April, das ist ein Freitag in Siegen an der Universität, an der Walter-Kremer-Universität und halten da einen Vortrag über Radikalisierung im Netz. Der ist kostenfrei. Wer da Interesse hat, kann sich da auch informieren. Also immer mal wieder auf die Terminseite surfen, das macht es ein bisschen einfacher. Und da seht ihr, wo wir unterwegs sind und darüber könnt ihr auch erfahren, wenn ihr sagt: Mensch, einen Vortrag würde ich auch gerne mal buchen mit den Huxlers. Da findet ihr auch die Kontaktdaten, an wen ihr euch da wenden könnt. Und Vielleicht noch der Hinweis: Wir sind im Moment eigentlich ganz, ganz positiv gestimmt. Ähm, der Kartenvorverkauf für unsere Live-Tour, die wahre Wahrheit. <lacht> TM. <lacht> äh, Im Januar 2024 sind da jetzt ja die ersten Termine angekündigt. Der läuft relativ gut und äh, das läuft sozusagen sogar so gut, dass wir noch weitere Termine äh, ankündigen werden. Da sind wir gerade in den Verhandlungen und da werden die Verträge gezeichnet. Und das ist natürlich jetzt noch sehr, sehr lange hin. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr jetzt sagt, nee, den Termin kann ich mir einrichten. Ich finde das so irre, dass ihr jetzt schon Tickets also kauft für eine Veranstaltung, die nächstes Jahr stattfindet. Ihr seid so großartig, danke. Genau, und Umgerät gibt uns das aber auch ein bisschen Sicherheit. Also wenn ihr sagt, nee, da lege ich mich fest. Entspannt uns das so ein ganz kleines bisschen. <laughs> Dann glaubt uns. Zumindest ich kann wirklich ehrlich sagen, ich habe da ziemlich Muffensausen davor. Aber ich so wie sich das jetzt zu gestalten scheint gehe ich eigentlich davon aus dass wir da alle zusammen einen jeweils sehr sehr netten Abend verbringen werden insofern bin ich dann auch wieder positiv gestimmt das glaube ich auch und das, also wenn denn dann insgesamt so viele Karten verkauft sind dass das nicht alles abgeblasen ja. werden muss also guck da auch mal nach das ist auch in, im Podcast Feed verlinkt da freuen wir uns natürlich und ja, das wird glaube ich, also wir sind da guter Dinge mit ein bisschen Muffensausen, wie sich das vielleicht aber auch gehört aus ja. so einer Geschichte. Und ansonsten hören wir uns im April wieder mit weiteren Themen. Äh, März hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, mhm. die Folgen zu machen. Theranos war ein Thema, was wir toll mhm. vorbereiten konnten, weil wir die Zeit dafür hatten. Jetzt mit Ralf das Thema, ähm, war für uns auf vielen Ebenen persönlich auch ein mhm. wichtiges Thema. Auch so die, der Austausch mit Ralf war ganz toll und insofern ähm, haben wir noch viele Ideen, viele Folgen. Mhm. Ihr schickt uns nach wie vor Themenvorschläge en masse im Moment, das wird wieder gerade mehr, auch das ist wirklich großartig. Ja. Äh, Seht es nach, wenn wir nicht auf jede Mail schnell antworten oder überhaupt vielleicht auch auf eine reine Themenvorschlagsmail vielleicht dann nicht antworten. Vielen, vielen Dank, wir sammeln die natürlich alle, die kommen in die Bundeslade hinein, in die Sammlung. <laughs> Ähm, aber im Moment äh, ist, ist gerade eine Menge los und noch mehr Anfragen und Projekte sind im Hintergrund am Laufen. Und das freut uns sehr und stimmt uns froh, dass wir Huxilla noch viele Jahre lang mhm. mit euch gemeinsam für euch machen können. Mhm. Ja. Und in diesem Sinne, euch alles Gute. Wir hören uns im April und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@voxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.